Hallo Leute, willkommen hier auf scenegamers.de. Ich bin der Hostess und das ist die Woche im Rückblick. What are you doing? Ja, die Woche begann ziemlich cool und zwar habe ich persönlich in Düsseldorf Beyond Two Souls anspielen können. Die ersten 12 Kapitel, das entspricht ungefähr 30% des Spiels, durfte ich spielen. Und ich habe daraus echt ein schönes Video gemacht, denke ich mal. Eine wunderbare Zusammenfassung der Dinge, was man so alles machen kann, wie es aussieht, was da so alles passiert. Wer will, kann diesen Film natürlich hier auf unserem Kanal hier sehen. Auch wieder mal vorgetragen von mir persönlich. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, das Spiel wird echt gut ankommen. Release ist der 9. Oktober 2013 und ich persönlich freue mich schon riesig drauf, wenn ich das Spiel endlich in den Händen halten kann. Ein weiteres cooles Spiel, was angekündigt wurde, ist South Park, der Stab der Wahrheit. Also das Spiel kommt, weiß man ja schon länger, aber jetzt gibt es endlich auch ein Release-Date und zwar der 10. Dezember 2013. Zusätzlich dazu gibt es noch ein Grand Wizard Edition, das beinhaltet zum Beispiel eine 6 Zoll große Cartman-Figur als großer Zauberer, die Karte vom Königreich South Park und auch den DLC The Ultimate Fellowship, wo wir 4 weitere zusätzliche Charaktere in dem Spiel da freischalten können. Und ich muss sagen, das ist ein nettes Paket auf jeden Fall. Ich finde eigentlich, das Spiel lohnt sich allein schon wegen dieser coolen Figur, weil ich bin persönlich ein großer Fan von South Park, schon seit frühester Kindheit. Ja, aber auf jeden Fall, das Spiel wird richtig gut. Ich habe schon einiges am Videomaterial gesichtet. Ich werde bei Zeit euch auch nochmal ein kleines Video speziell zu diesem Spiel machen, sobald ich ein bisschen mehr Material habe, vor allen Dingen ein bisschen was vom Gameplay gesehen habe. Freut euch also schon mal darauf. South Park, der Stab der Wahrheit, kommt am 10. Dezember 2013. Jetzt mal kurz eingeworfen, demnächst wird es auch noch einen Film geben zu Need for Speed. Ja, der Trailer ist mitten in der Woche rausgekommen und der Hauptcharakter wird gespielt von Aaron Paul, den man ja zum Beispiel schon aus Breaking Bad kennt. Mich hat er da schon ziemlich überzeugt als Jesse Pinkman und ich freue mich auch schon auf den Film am 14. März 2014. Ich bin auf jeden Fall offen für den Film und bin gespannt, was da so rumkommen wird. Viel wird man nicht erfahren von der Handlung, man sieht einfach nur viel Autofahren und Action und irgendeine Frau und Aaron Paul halt. Link zu dem Trailer habe ich natürlich auch wieder in die Videobeschreibung reingepackt. Wer will, kann ihn sich natürlich gerne anschauen und ich hoffe, dass ihr auch natürlich dann nochmal hier unten in den Kommentaren reinschreibt, was ihr davon haltet. Denkt, es wird ein guter Film? Denkt ihr, das ist der letzte Scheiß? Weil es eben schon Fast and Furious gibt, ist so eine Sache. Also in den Trailer-Kommentaren, da wird schon wild hin und her diskutiert und ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Und was natürlich diese Woche auch noch ganz groß diskutiert wurde, waren die Ankündigungen von Valve. Ich habe ja schon im letzten Video gesagt, so, ja, die Steambox kommt und so ganz so falsch lag ich ja eigentlich nicht. Aber fangen wir mal ganz chronologisch an. Montag, erste Ankündigung, die Vorstellung war, dass Steam OS kommen wird. Ein auf Linux basiertes Betriebssystem, was lizenzfrei und frei zur Distribution ist. Das heißt, jeder Entwickler, der will, kann sich da hinsetzen und seine eigene Version rausbasteln. Am Mittwoch wurde dann vorgestellt, dass es einen Prototypen geben würde zur Steambox. Also, es ist schon was in der Mache von Valve, es wurde aber noch nichts Konkretes vorgestellt. Aktuell wird halt nach Beta-Testern gesucht, für die man sich selber auch bewerben kann. Ihr könnt einfach mal in diese Gruppe bei Steam reingehen, verlinke ich natürlich auch unten wie immer in der Videobeschreibung. Und es gibt halt 300 Tester, die das dann vorab testen können. Die können die Meinung rausgeben, die dürften sie sogar öffentlich posten. Ich habe mich persönlich natürlich auch beworben und hoffe, dass ich für euch vielleicht eine Version ergattern kann. Und dann am Freitag, also gestern, kam dann noch die letzte Ankündigung. Und zwar ist es so, dass passend zur Steambox und zum SteamOS dann natürlich auch in einen Controller kommen wird. Und dieser Controller, der ist natürlich sehr markant. Was zum Beispiel auffällt, es gibt keine richtigen Knöpfe oder Sticks. Das wirklich Markante daran sind vor allem die großen Touchpads vorne. Die sollen fungieren wie so ein Touchpad am Laptop und sollen vor allen Dingen eine Präzision bringen, die nur die Maus selber liefern kann. Zusätzlich heißt es, dass man halt mit diesem Controller auch die ganzen alten Spiele spielen kann, die gar nicht mal Gamepads unterstützen, wie zum Beispiel den Xbox 360 Controller aktuell. Dabei soll halt die Maus- und Tastatureingabe simuliert werden von dem Controller aus und das finde ich natürlich ein nettes Feature. Es gibt auch Programme, mit denen man das aktuell machen kann, die sind aber teilweise nicht so gut ausgeklügelt. Ich habe mich ja schon mal selber damit beschäftigt, mit einem PS3-Controller zum Beispiel. War, na, nicht ganz so gut. Vielleicht wird es ja jetzt mit dem neuen Steam-Controller etwas besser. Gleichzeitig heißt es ja auch hier wieder, dieser Controller ist völlig hackbar gestaltet worden. Das heißt, dass man sich den Controller auch wieder vornehmen kann, modifizieren kann, wie
man will und dass man dann auch seine eigene Version daraus herstellen kann. Auch wiederum ein guter Zug für Leute, die sagen, ja, okay, Betriebssystem habe ich schon, das ist gut, aber jetzt brauche ich irgendwie noch eine Steuereinheit und dann sagen sie halt von Valve, ja, dann nimm doch unser Controller, kannst du ruhig machen, kein Problem, wenn du was verändern willst, ja, mach doch. Aber was natürlich schade ist, ist halt, dass es kein weiteres Spiel gibt. Alle haben gehofft, so, ja, jetzt kommt eine richtige Steambox, okay, es gibt neuen Prototypen, kann man mit leben. Und es gibt halt leider kein Spiel, was natürlich schade ist, weil irgendwie waren natürlich alle Fans dann heiß auf, oh, eine große Ankündigung, jetzt kommt's. Und ja, es ist weder Left 4 Dead 3, noch Portal 3, noch Half-Life 3. Wenn sie es wenigstens mal dementieren würden, das wäre natürlich schon schön. Aber ja gut, wir haben wenigstens eine schöne Spielekonsole demnächst. Ich bin also gespannt, was da genau rumkommen wird. Wir werden sehen, was da genau noch mit SteamOS laufen wird alles. So, und jetzt möchte ich euch natürlich auch nochmal eine kleine Vorschau geben auf die kommenden Wochen. Und zwar ist es ja so, am 1. Oktober beginnt GTA Online. Und Rockstar Games ist natürlich schon sehr hibbelig. Sie merken ja, wie viele Spiele verkauft wurden bereits und müssen natürlich dafür sorgen, dass auch möglichst alle Spieler, die eine GTA 5 Version haben, auch GTA Online spielen können. Deswegen werden schon einige Server noch dazu geholt, mehr als geplant eigentlich. Man ist schon recht nervös, ob das alles auch funktionieren wird. Und man kann sich das so vorstellen, halt wie auch bei Final Fantasy 14. Es wird ein holpriger Start, aber ich denke, dass Rockstar Games da doch ein bisschen, ja, also besser rangeht an die Sache und dass sie es halt besser hinkriegen werden als Final Fantasy 14. Seid ihr denn auch dabei ab 1. Oktober? Würde mich ziemlich freuen, wenn ich mal fragen könnte, wer noch so alles dabei wäre, möglicherweise. Es gibt natürlich dann auch demnächst von uns wieder ein Video über GTA Online. Ich werde mich sofort dran setzen, alles mögliche für euch testen und halt auch ein schönes, kompaktes Video mal wieder dazu erstellen. Und was natürlich gleichzeitig auch noch kommen wird, ist die Battlefield 4 Beta. Ja, endlich wurde es gesagt, natürlich, ich kann mich nicht rumschlingeln. Battlefield 4, die Beta kommt. Close Beta startet am 1. Oktober, Open Beta startet am 4. Oktober. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, der Kollege Kensch hat ein wunderbares Video erstellt. Über 30 Minuten geht es, aber da werden echt alle Fragen zu Battlefield 4 beantwortet, die man überhaupt stellen kann. Heißt also, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, verweise ich gerne auf das Video auf unserem Kanal hier. Link gibt es natürlich auch direkt in der Videobeschreibung, falls ihr es nicht sofort findet. Und ich kann euch echt nur empfehlen, schaut doch mal vorbei. Das hat der Kollege echt gut gemacht. Daumen hoch für ihn auf jeden Fall. Ja, und das war's auch schon wieder hier von Wochenrückblick auf scenegamers.de. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich euch gebracht habe. Sowohl den Rückblick auf die Woche, als auch eine kleine Vorschau auf das, was da so kommen wird. Ihr könnt natürlich gerne auch nochmal Feedback in den Kommentaren hinterlassen, wie die Show sich so entwickelt hat. Ich versuche immer noch mal ein klein wenig zu variieren, um ein bisschen zu experimentieren, damit das Ganze natürlich noch besser wird. Und ich hoffe, wir können uns dann in den Kommentaren nochmal ein bisschen ausdiskutieren, was man vielleicht noch besser machen könnte. Gut, ich bin der Haustest. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut und haut rein. What are you doing?